Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder bei den Simpsons gelandet bei unserer Wildwestwelt. Die bauen wir natürlich heute wieder fleißig weiter. Heute beschäftigen wir uns damit, so eine kleine Deku-Sache bei uns hinzubauen, und zwar einen Planwagen. Passend dazu spiele ich ja auch Red Dead Redemption zur Zeit und da wurde schon ein bisschen gefragt, wann kommt denn hier wieder was hier von den Simpsons oder allgemein Minecraft? Und ihr müsst es mir jetzt ein bisschen nachsehen, dass natürlich Minecraft ein bisschen darunter leidet oder halt Red Dead Redemption ein bisschen mehr bei mir kommt, weil es halt ein neues Spiel ist und jeder kennt es, wenn ein neues Spiel da ist, man möchte es unbedingt spielen. Jetzt habe ich bei Red Dead Redemption noch nicht so eine richtige Idee, was ich da natürlich aufnehmen möchte. Kampagne ist, sage ich mal, ja, nicht so meins, das Ganze dabei zu let's playen. Ich versuche mal ein paar gute Szenen da mitzunehmen oder wenn ich was entdecke, zeige ich euch das mal, was man da so alles erleben kann. Aber ich glaube, ich warte eher noch auf den Multiplayer-Modus. Da wollen wir ja auch später eine Bande machen, der Plays auch mit dabei, ne? Ihr wisst, da wird es dann richtig abgehen. Wir haben schon einiges ein bisschen geplant, was wir schon vorhaben. Wir wollen jagen gehen, wir wollen Bandenkriege machen und allen möglichen Kram, was man natürlich in Red Dead Redemption 1 schon ein bisschen machen konnte, machen wir natürlich auch in Teil 2. Und ich bin sehr gehypt drauf. In 2 Wochen oder so ist es ja soweit mit online und dann gucken wir mal, was wir da erleben. Aber bis dahin müssen wir uns auch leider mit den Story-Modus rumschlagen. Aber na gut, das ist wieder ein anderes Thema. Ja, wir beschäftigen uns heute dann damit, einen Planwagen zu bauen. Das Ganze ist halt eine Deko-Sache, dachte ich mir, das kriegen wir jetzt schnell hingezaubert. Aber bevor wir uns ranmachen, was zu bauen, müssen wir uns natürlich erstmal nochmal das Gefängnis angucken. Das ist jetzt eingerichtet und da würde ich sagen, gucken wir mal, wie der Sheriff hier haust. Aber, was hängt denn hier vorne? Hier wird ja eine Person gesucht und zwar die Alina und dennoch lebendig für $30. Was hast du denn angestellt, Alina? Ja, sie wollte gegrüßt werden und da dachte ich mir einfach mal so eine kleine Idee hier vorne, so ein Wanted-Schild machen. Wir haben noch ein Plätzchen frei. Mal gucken, wer hier noch so ein bisschen kriminell wird bei uns. Wer kann ja denn hier auch noch verewigt werden? Ja, aber ich würde sagen, gucken wir mal, wie der Sheriff drin haust. Zack, so, hallo Sheriff. Ja, der Sheriff ist hier auch natürlich auch gut ausgestattet. Er hat hier seinen Schreibtisch, kann er sitzen. Hier ist vielleicht sein Hilfs-Sheriff, ne, wo der immer sitzt. Oder vielleicht eine Person, die er befragen möchte, kann sich ja hier hinsetzen. Dann haben wir sein ganzes Waffenarsenal. Die Armbrust ist leider in Minecraft noch nicht da. Wird bestimmt spannend werden, wenn wir die hier in Minecraft haben. Dann könnten wir auch mal vielleicht so ein kleines Western-Duell hier machen. Dann hole ich mir noch eine Person ran und dann schießen wir hier so ein bisschen. Ja, aber jedenfalls hat er ein paar Bögen, da oben bestimmt Munition und alles drin. Dann könnt ihr hier noch vielleicht seine Klamotten aufhängen, seine Jacke oder seinen Hut, ne? Und ja, das ist so ein bisschen das Büro des Sheriffs. Und dann haben wir hier natürlich noch diesen Abteil, sage ich mal, unsere Zelle für den Gefangenen. Ein bisschen Wasser ist hier, können wir noch vielleicht auch Brot noch zugeben. Und da hat er hier seine kleine Heumatratze. Ich finde immer, für eine Heumatratze kann man immer am besten gelbe Betten nehmen. Und dann habe ich mir noch so gedacht, hat er vielleicht hier in die Wand schon so ein paar, Kerben eingeritzt, wie lange er schon hier eingesessen hat. Aber ich glaube, der ist abgehauen. Guck mal, da haben wir ein Loch. Naja, muss irgendwie den Sheriff da mal wieder Bescheid sagen, dass der ein abgehauen ist. Oder er ist vielleicht auch schon auf der Suche nach dem, weil der ist ja nicht hier. Naja, das werden wir wohl noch rausfinden müssen. Dir ist bestimmt schon aufgefallen. Ich habe natürlich noch ein bisschen hier das Gebäude verändert von außen. Natürlich nur so leicht mit ein paar Ziegelsteinen. So habe ich hier ein bisschen, das Mauerwerk kaputt gemacht. Ne? Das bröckelt hier schon überall so ein bisschen ab, der Putz. Hier hinten natürlich kann man dann natürlich auch so machen, dass hier einer ausbrechen könnte oder vielleicht schon ausgebrochen ist. Ne? Kann man das ja alles so ein bisschen hier darstellen. Ich habe jetzt so doll übertrieben, nur so ein bisschen hier so gemacht. Hier in dieser Seitengasse sieht man es nicht so unbedingt, aber daher kann man sich auch ein bisschen verkleiden. Ja, aber ich dachte mir jetzt einfach mal, weil wir haben ja bei unseren Western-Gebäude meistens hinten immer so eine gerade Fläche. Ich habe versucht, das immer so ein bisschen zu vertuschen. Vielleicht hier so einen Balken noch dazwischen hinsetzen oder halt, sagen wir jetzt so wie bei diesen hier vorderen Gebäude, das war ja unsere Wilted Rose, habe ich mir gedacht, ein paar Baumstämme, ein paar Kisten oder irgendwie irgendwas hin, damit das hier ein bisschen, sag ich mal, zugestellt wird. Natürlich jetzt hier, sag ich mal, habe ich meinen Zaun, da kann man natürlich nicht so viel machen. Aber jetzt natürlich bei unserem Gefängnis können wir ein bisschen was hinterbauen. Da dachte ich mir natürlich einen Planwagen. So, und dann heißt es jetzt ran an den Planwagen, Kiste auf und dann holen wir uns das ganze Material hier einmal raus. Natürlich nur die erste Reihe, wir wollen hier nicht gleich übertreiben. Ja, dann suchen wir uns mal einmal, würde ich mal sagen, Eichenholztreppen raus. Denn Fichtenholztreppen, davon die Stufe wie den Zaun. Dann denke ich mir, holen wir uns mal weiße Wolle raus, dann Quarzstufen noch. Dann holen wir uns Leitern raus. So, die müssen wir natürlich daran platzieren. Dann noch ein paar Schienen und Fichtenfalltüren brauchen wir auch noch. Haben wir denn alles, würde ich mal sagen, legen wir einfach mal los. Den Planwagen möchte ich mir natürlich an die Wand ranbauen. Da habe ich dann natürlich den Vorteil, ich kann ja gleich mal alles hier an die Wand setzen. Ich setze mir einfach jetzt erstmal so ein kleines Rad mit meinen Eichenholztreppen hier hin. Einfach hier so ein kleines Rädchen. Dann lasse ich mir einfach mal eine Blockreihe Platz und setze mir gleich daneben noch ein weiteres Rad hin. So, dann schnappe ich mir einmal die Fichtenholzstufen und setze mir auf der innenliegenden Seite
von unseren Rädern, die auf beiden Seiten hier so innen liegend, einfach mal zwei Fichtenholzstufen hin, das Ganze dann zwei Blocklängen einfach mal entfernt davon hinsetzen. Und dann machen wir synchron, einfach mal hier auf der anderen Seite auch nochmal so ein Rad ran. So, auf der anderen Seite hier auch nochmal setzen wir uns hier einfach mal so ein Rad ran. Zack, wunderbar. Wenn wir das haben, schnappen wir uns die Fichtenholztreppen. Die platzieren wir jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, hier auf der Innenseite. Können wir einfach mal hier gerade so auf beiden Seiten langziehen. Bei unseren Treppen achten wir drauf, dass wir immer am Ende hier das Ganze miteinander, sag ich mal, hier so miteinander verbinden. So, das ist hier zu. Auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche Spiel. Zack, wunderbar. So, wenn wir das dann Ganze jetzt erstmal so gemeint haben, beginnen wir einfach mal auf der Vorder- oder Rückseite, ist jeweils egal. Wir ziehen jetzt einfach an die Treppen. Zwei normale Treppen einfach so hin und an den Seiten machen wir jeweils solche umgedrehten Treppen hin, auf der anderen Seite auch nochmal. Da müssen wir, glaube ich, von oben ein bisschen so gucken. So, ja, wunderbar. Und dieses Spiel machen wir dann nochmal auf der anderen Seite synchron mit. Zwei normale Treppen einfach hin und an den Seiten, denn diese umgedrehte Treppe. Diese umgedrehten Treppen machen wir nochmal hier in diesen Lücken hin. Jetzt hier auf der Seite der Wand. Ja gut, machen wir auch nochmal. Sieht man zwar nicht, aber wir machen es einfach mal, ne? Danach schnappen wir uns einmal unsere weiße Wolle. Die platzieren wir jetzt erstmal, würde ich mal sagen. Ich bin hier auf der Wandseite. Einfach auf den Wagenrädern. Das Ganze ziehe ich mir dann gerade bis dahin weg. Machen wir gleich hier das auf eine 2er Höhe. Andere Seite synchron auch. Ab dem Wagenrad setzen wir das Ganze einfach mal rauf. Hier bis nach hinten weg. Hier 2er Höhe genauso. Dann verbinden wir das einfach mal miteinander. Setzen hier einfach so eine 2er Schicht in der Luft hin. Das Ganze können wir hier zuziehen. Und wenn wir das denn so zugezogen haben, können wir uns einmal unsere Quarzstufen schnappen und lassen jetzt hier auf der Innenseite jeweils an den Seiten eine Blockschicht frei und setzen uns dann einfach hier so eine Stufenschicht hin. So, wunderbar. Danach kommen wir gleich schon zu unseren Leitern. Die platzieren wir, würde ich mal sagen. Ich fange jetzt einfach mal auf der Rückseite an. Lass mal eine weiße Blockschicht frei. Setze mir eine Treppe hin, dass ich zwei Blöcke hier platze und nochmal eine Treppe hin. So, das Ganze ein bisschen nach oben ziehen. Dann wechseln wir einmal kurz zu unseren Schienen und spannen das Ganze hier einfach mal rüber bis zur anderen Seite. Wunderbar, dann ist das Ganze schon mal ein bisschen fest. Und dann können wir hier gleich mal unser Fichtenfalltür nehmen. Die platziere ich jetzt einfach mal. Ups, dann müssen wir so die einfach mal so schräg zur Seite weg. Da ist so eine kleine Halterung, später für einen Wasserbehälter. Das sehen wir noch gleich. Aber einfach so eine Falltür hier an der Seite einmal platzieren. Dann haben wir noch die Fichtenzäune übrig. Die platzieren wir auf der Vorderseite. Das sind die Halterungen dann später für unsere Maultiere, die natürlich unseren Planwagen weiterziehen. Dann gehen wir wieder an die Kiste ran und holen uns hier die zweite Reihe einmal raus. Und zum Weiterbauen holen wir uns dann einfach mal so einen Kessel. Dafür könnten wir dann noch so einen Wassereimer uns dazu holen. Dann holen wir uns noch ein paar Eichenfalltüren, würde ich mal sagen. Dann eine Werkbank, ein Amboss und eine Truhe. Halt das, was wir in dem Planwagen so ein bisschen verstauen wollen. Da kannst du natürlich auch jedes andere Material nehmen, was du gerne möchtest. Dann holen wir uns auch ein Maultier, das werde ich mal nicht spawnen. Und natürlich noch eine Leine. Zuerst würde ich mal erstmal die Maultiere vorne hinspannen. Ich setze mir einfach mal zwei hin. Zack. Und dann nochmal eins setze ich mir vorne ran. So, die können dann den Wagen später noch ziehen. Dann geht es weiter, würde ich mal sagen, mit dem Kessel, damit wir gleich diesen Wasserbehälter haben. Den platzieren wir. Ups, Maultier. Gehen wir wieder vor den Wagen hin. So, einfach mal hier drauf. War auch meistens an Planwagen irgendwie so ein kleiner Wasserbehälter noch. Zack. Und dann mache ich den oben zu. Wunderbar. In den Wagen möchte ich mir natürlich ein bisschen was verstauen, also setze ich mir einfach mal willkürlich einfach hier so ein bisschen die Sachen hier rein, wie du das Ganze dir aufteilst, ist natürlich dir überlassen. Und werde hier schon unser kleiner Planwagen, kann man sich natürlich hier einfach mal so hinterspannen. Ich glaube, ich werde mir den noch ein paar Mal bauen in der Stadt, vielleicht beim Saloon nochmal, da haben wir auch riesige Flächen, aber keine Sorge. Dazu werde ich dir noch was sagen, wenn wir den bauen werden, wie man das sich hier ein bisschen verkleiden wird. Das kommt dann immer darauf an, wie man sich auch den Laden dann später einrichten wird. Aber das alles denn dazu, wenn wir den auch erst bauen werden. Ja, ansonsten war es das hier für diese Folge. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da geht es dann, wie gesagt, mit den Saloon weiter. Gucken wir mal. Und ansonsten heißt es erstmal, stelle ich mich hier vorne safety hin. Und dann bis zur nächsten Folge. Also haust rein und tschüss.